sind angekommen. Und auch das Paket von unseren Eltern ist auch angekommen. Habe ich so einen schönen Schal bekommen. Und auch ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, wir packen jeden Tag so ein kleines Geschenk aus, weil meine Mutter meinte, okay, pack das jetzt sofort aus. Aber ich habe gesagt, na, haben wir jeden Morgen eine kleine Freude. Und, wir haben hier schon unsere Arbeitsklamotten an und gehen gleich zu den Schweinen und arbeiten mit denen ein bisschen. Und zu den Schafen und zu den Hühnern und zu den Truthähnen und zu den Lamas. Aber wir zeigen sie euch noch alle. Ja, und das ist unser Zimmer. Ja, zweckmäßig eingerichtet, würde ich sagen, aber reicht so für unsere Bedürfnisse. So ist es. Und wir haben eine geile Mütze von unserem Host geschenkt bekommen. Gleich am ersten Tag meinte sie, kam sie zurück und meinte, oh, ihr habt gar keine Mützen hier, ich habe gleich welche gekauft. Ja, das ist unsere Farm von außen hier. Und das sind die Hunde, die sind schon ganz hungrig. Na? Und hier drüben, da kann man eben unseren geilen See sehen. Dann haben wir hier die Schweine. Das sind nicht meine Lieblingstiere, ich mag die nicht so. Da hinten, da, ich weiß nicht, sieht man bestimmt, ne? Da ist einmal Schafe mit Lamas und hier haben wir dann die nächste Schafunterkunft. Und da haben wir heute Morgen ein kleines Lamm gefunden, was halt gerade frisch geboren war. Die kriegen jetzt immer ein bisschen extra Futter, ein bisschen extra Wasser und haben eine extra Gegend. Guck mal, die sind ausgebrochen. Super süß. Und jetzt müssen wir mal wieder versuchen, hier ein paar Schafe irgendwie in ihre Käfige reinzubekommen. Wir haben natürlich noch mehr Lämmer. Hier sind sie. Oh. Hey, Cutie. Tonight I'm alone. Hier gerade runtergegangen von unserer Farm, 5 Minuten, und wir sind an so einem riesigen See, der heißt Rice Lake, 100 Quadratkilometer groß, mega riesig, und haben gerade hier den Sonnenuntergang beobachtet. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Farm und gehen wieder ein bisschen faulenzen, wir haben nämlich nicht so viel zu tun da. Ich muss euch mal zeigen, wie süß Finn ist, wenn er näht. Er ist so konzentriert, er hört gar nichts. Du bist so witzig. Im Hintergrund seht ihr unsere Farm und hier seht ihr wieder unseren tollen Ausblick. Sieht man, glaube ich, gar nicht so drauf auf der Kamera, egal. Ja, Hühnchen sind gefüttert, Hunde auch. Jetzt gehen wir zu den Schweinen, das wollte ich euch nicht mal zeigen. Da geht's immer echt, das ist wie im Krieg, da so wie die anfangen zu schreien, jetzt wird da jemand abgestochen werden, wenn die was zu futtern bekommen. Das ist echt heftig. Ja, ich mag auch keine Schweine. So, das sind 2 Hunde. Und einer, der darf hier nämlich frei rumlaufen, weil die anderen sich irgendwie immer streiten. Hallo. Tja. Sehr kuschelig, die Hunde, die sehen immer sehr nach Liebe aus. Seht ihr das? Der Hund stranguliert sich fast, nur damit er ein bisschen Streicheleinheiten abbekommt. Na, wir haben auf der Farm übrigens noch 2 andere Helpexer. Ein Mädchen aus Deutschland, die macht ja halt auch Work and Travel, und dann haben wir noch eine Kanadierin. Deswegen können wir endlich mal wieder Englisch sprechen. Ja, die Kanadierin, die macht das hier mal so, um das zu testen, weil sie mal wissen wollte, wie Helpexer ist, weil sie es auch dann in Europa machen möchte.
Ja, aber macht schon Spaß, die beiden sind nett. Wenn ihr auf die Geräuschkulisse achtet, ich betrete jetzt den Schweinestall, merkt ihr, dass es noch relativ ruhig ist. Wir haben unsere nicht so lieben Lieblinge, das sind diese hier. Die rasten mal ein bisschen aus, wenn sie Futter kriegen. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Aber unsere anderen nicht so lieben Lieblinge sind hier drin. Das sind diese. Die sind eigentlich genau wie die, die draußen sind. Ein Glück kommen sie, ich glaube nächste Woche oder so, alle zum Schlachter. Das tut mir total leid, das zu sagen. Aber es sind wirklich nicht meine besten Freunde. Jetzt kriegen sie was. Man muss immer erst gucken, welchen Eimer man befüllen kann, weil alle voller Modder sind. Und die Geräuschkulisse steigt und steigt. Das ist unfassbar. Austricksen lassen sich gut. Introduce it to Super Mario. Er ist einfach so unfassbar groß. Hey Super Mario, guckt euch einfach mal das Gesicht an. Das ist schon verschrumpelt. Und die Ohren. Dagegen seht ihr hier, das ist so ein Mid-sized, also so das normale Schwein. Und das ist Super Mario. Der frisst auch so einen ganzen Trog alleine. Und wie ihr seht, die anderen dürfen nichts abkriegen. Aber er ist hier der Chef. Ja. Unglaublich. Wir haben jetzt gerade ein ganz kleines Ferkel entdeckt. Deswegen denken wir, dass wahrscheinlich oder eventuell neue Babys geboren sind. Den bringen wir jetzt erstmal ein bisschen was fürs Bett. Dann zeige ich euch gleich mal, ob wir tatsächlich Nachwuchs haben. Wir haben neue Piglets und dafür bauen wir jetzt ein Shelter. Und müssen uns ein bisschen was einfallen lassen, damit die Mami das ein bisschen gemütlich hat. Mit ihren Babys. Hier ist das neue Zuhause für unsere Piggies. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, das ist bis jetzt... sind wir alle einfach nur genervt. Ein Babyferkel. Hallo Baby. Oh. Guck dich das meiste Stück an. Tada! Oh. Zumindest ein positives Erlebnis heute. Unser Schwein hat sich eingenistet und akzeptiert unsere Umsiedlung. Mission erfolgreich abgeschlossen. Jetzt sind wir alle fix und fertig. Und es gibt Waffeln! Siehst du, noch ein positives Erlebnis. So ist es. Wir sind in Port Hope. Das ist so eine Stadt bei uns in der Nähe. Die sieht noch recht alt aus. Ist aber voll schön hier. Und wir verfolgen gerade so eine Kutsche, weil wir haben keine Ahnung, wo die anhält. Und wir rennen hier einfach hinterher. Und gucken, ob wir da jetzt irgendwie raufkommen. Nachdem wir die Kutsche ein bisschen verfolgt haben, stellte sich heraus, es ist for free und wir können einfach aufsteigen.
Prospero Anno y Feliz Ciudad. ¡Ajá! ¡Feliz Navidad!